Sobald wir den letzten Balder-Ritter hier ausgeschaltet haben. Dumm, die dumm, die dumm. Ich bin nicht da. Brauchst dich gar nicht rumdrehen. Aber selbst der hat nichts für uns. Schade. Also ja, Balder und Benarike Ritter sind alle hierher nach Lordwyn gekommen, in der Hoffnung, die Glocken zu läuten. Aber wie man sehen kann, ein Benarike Ritter hat schon mal nicht sehr weit geschafft, obwohl sie solche Kampfkolosse sind. Und ziemlich viele Balder Ritter sind auch in der Kirche dann verstorben. Tja, shit happens, würde ich mal sagen. So, wir hätten genug Seen, um uns neuen Splitter zu kaufen. Wahrscheinlich mache ich das demnächst auch mal. Aber vorher mache ich was anderes. Ich gehe nämlich hier den Aufzug runter. So. Wollen wir mal zurück zum Feuerband schreien, weil wir haben noch etwas in unserer Tasche, nämlich die Feuerhüterseele. Seele einer lang vergessenen Feuerhüterin. Jede Feuerhüterin ist eine Verkörperung ihres Leuchtfeuers und zieht die ihr dargebotene Menschlichkeit an. Da unendliche Menschlichkeit an ihrer Seele zerrt, kann sie die Macht des Estus-Flakons steigern. Ein verstärkter Estus-Flakon birgt dichteren Estus, was eine Zunahme an regenerierten TP mit sich bringt. Also ja, das ist schon das Nächste, was ich vermute. Wir müssen ja dem Leuchtfeuer Menschlichkeit darbieten, um erst einmal die Aushüllung umzukehren und zum anderen, um es zu entfachen, damit wir mehr Estus in die Flasche bekommen. Auch wenn es irgendwie komisch klingt. Aber ja, meine Theorie ist, die Feuerhüterin braucht Menschlichkeit, um zu überleben. Also je weniger Menschlichkeit sie Intus hat, umso schwächer wird sie. Und als Dank dafür, dass wir ihr Menschlichkeit opfern, gibt sie eben mehr Estus an den Leuchtfeuern frei. Zum einen beim Aushüllen gibt sie so viel Estus, wenn wir die Aushüllung umkehren, gibt sie so viel Estus frei, dass wie diese Hüllenform geheilt wird und wir wieder eine menschliche Form erhalten. Wenn wir das Leuchtfeuer dann entfachen mit Menschlichkeit, dann verstärkt sie einfach ihr Leuchtfeuer, dass wir mehr Estus aufnehmen können. So, die Feuerhüterin haben wir noch gar nicht kennengelernt. Oh, und Goldi hier haben wir auch vergessen. Er schuldet uns ja noch eine Belohnung. Hi, du. Ah, hello there. I have your reward. Please, accept it. Sonnenlichtmedaille. Gut. I'm grateful to you for freeing me. Und ja, man merkt, er ist... Not enough for you. Well, let's not be greedy now. Ja. Man merkt, er ist etwas zwielichtig, deswegen sollte man sich vor ihm in Acht nehmen. Was hast du uns noch zu sagen? Your face. Your humanity is really slipping, but there are methods. Most fools have more humanity than they know what to do with. Now, who do you imagine will make the best use of it? Da hat er recht. Es gibt viele Leute hier mit viel Menschlichkeit, aber wir als ehrenhafter Astora-Ritter, das ist übrigens nochmal wiederholt, auch ein Gebiet außerhalb Lordwyns, also ein Königreich. Wir töten nicht einfach so Leute für ihre Menschlichkeit. You again. What is it? Our futures are murky. Let's not be too friendly now. Ja, und er möchte nicht mehr besonders viel mit uns zu tun haben. Und genau hier ist die Feuerhüterin, die ich erwähnt habe. Sie kann nicht sprechen. Das ist schon mal schlecht. Oder schade, besser gesagt. Sie kann nämlich uns nichts sagen. Aber sie kann den Estus-Flakon verstärken. So. Das geht nur einmal, weil wir nur eine Feuerhüterin-Seele haben. Jetzt ist der Flakon auf plus 1. Und jetzt können wir mit dem Flakon uns besser heilen. Also es uns schon mal einfacher machen würde gegen den schwarzen Ritter oben im Turm. Aber da unser Schild noch auf plus 2 ist und nicht auf plus 5, möchte ich das erst einmal nicht tun. Ich möchte jetzt erst einmal wieder hoch.
und weiter versuchen, ein paar Splitter zu farmen. Und vielleicht kriege ich auch die ein oder das ein oder andere Teil von einem Benericke-Set. Wenn ich nicht schon irgendwas habe. Nein, ich habe nur Hüllensoldaten, Brüststücke und Lendentücher. Also nicht gerade unbedingt das, was man gerne hätte. So, auf nach oben. Zurück in die Kirche. Genau. Öffne dich, Tor. Und dann töten wir hier wieder munter die Ritter. Die hier ignorieren wir erstmal, weil ich habe da so einen kleinen Rundgangsfimmel, wie ich die am effektivsten farmen soll. So. Erst einmal die Jungs hier wieder ausschalten. Und ja, die hier sind, diese Untoten sind auch aus fremden Ländern gekommen und hier an der, haben hier an der Kirche versagt und sind zu Hüllen geworden. Die armen Leute. Theoretisch könnten wir hier auch versagen und zur Hülle werden. Aber wie ich schon mehrmals erwähnt habe, wir als Spieler werden nicht so schnell durchdrehen. Wie die armen Benericke-Ritter hier. Wir werden also wahrscheinlich keinem das Leben so zur Hölle machen, wie die es gerade tun. Beziehungsweise wir machen mit dem Drachenschwert machen wir ihnen das Leben zur Hölle. So, tot. Und nicht sie uns. Und du noch. Was hast du? Einen Speer. Ja, macht Sinn, dass der Speerträger einen Speer bei sich hat. So, hier lang. Und noch einen Benericke-Ritter töten. Ja, ich werde wahrscheinlich den einen Rundgang hier normal machen und den Rest werde ich dann im Speed-Durchlauf machen. So. Du bist tot. Oder ich werde mir einfach ein paar Splitter beim Schmied kaufen. Jetzt kann ich mir nämlich schon 10 Stück leisten. Und wie ich sagte, 7 bräuchten wir. Einen haben wir ja schon wieder bekommen. So, weg mit dir. Weg mit dir. Dann haben wir noch dich. Also schön, dass du so schnell stirbst. Oh, wir haben schon wieder eine zweite. Jetzt bräuchten wir nur noch 5 für unsere... für unser Schild. So. Weg. Weg. Und ja, man merkt, mit dem Drachenschwert fallen sie wie die Fliegen. So. Weg mit dir. Was hast du? Noch ein Speer. Ja. Schön sterben. So. Und jetzt noch die Benericke-Ritter, die Balder-Ritter oben in der Festung. In der Kirche. Dafür die Treppe wieder hoch und die Ritter ausschalten. Und wir brauchen dringend noch einen Gegenstand, von dem ich geredet habe. Den sollten wir uns holen, bevor wir uns dann nach dem Boss aufmachen zu neuen Ufern. Komm. So. Du hast dich gerade etwas komisch verhalten. So, hast du noch? Ja, genau. Springen ist immer eine gute Idee. Wie viele Scherben haben wir jetzt genau? 2. Fehlen uns also noch genau 5 Stück. Dann können wir unser Schild weit genug upgraden. Und dann sollten wir uns darum Gedanken machen, was für eine Waffe wir upgraden. Ups, das war gegen sein Schild gehauen. So, weg mit dir. Und noch eine kleine Scherbe, sehr schön. Brauchen wir also nur noch 4 kleine Scherben. Und wenn ich es mir so recht überlege, wir haben uns noch gar nicht mal die Kisten bei ihm gekauft. Das heißt, dass da werden auch noch ein paar Seelen drauf gehen. Ah, das ist alles halb so schlimm. Wir kriegen ja Seelen, wie ihr sehen könnt, ziemlich viele. So.
Erstmal hier runter wieder. Kurz am Leuchtfeuer rasten. Und dann hier weiter. Hallo Schmied. Erstmal gucken, ob er was soll ich zu sagen hat. Ja. Genau, weil wir sind beide untot. Also André hier ist ebenso untot, wie wir es sind. Aber wir haben beide noch einigermaßen einen klaren Kopf, auch wenn er die meiste Zeit damit verbringt, zu schmieden. Gut, was hat er uns noch zu sagen? Sans Fortress is an old proving ground built by the ancient gods. It is the only route leading to the great Anor Londo. Of course, most fools can't even find their way into that fortified death trap. But they won't stop trying. Take that bumbling Sir Onion. Ja, da hat er es gerade gesagt. Also die Festung, wo unser Freund Sigi die Zwiebel davor wartet, ist Sens Festung. Eine Festung voll mit Fallen. Und das kann ich nur bestätigen. Aber die meisten schaffen es nicht mal da rein, so wie Sigi selber. Okay, was hat er noch zu sagen? Ja, das werden wir auch machen. Aber erst wenn es soweit ist. Und ich glaube, mehr hat uns nichts zu sagen. Nein. Gut, jetzt wollen wir erst einmal Ausrüstung verstärkt haben. Nämlich Drachenschild. Einmal. Und dann werde ich wenigstens noch einen Durchgang machen, um versuchen, noch eine Scherbe zu kriegen, dass wir wenigstens auf plus 4 gehen können, ohne uns Scherben zu kaufen. Gegenstand kaufen. Will ich mir wenigstens mal die Reparaturkiste kaufen bei ihm. So. Was ich am überlegen bin, ob ich mir ein Bastardschwert bei ihm kaufe, weil ich habe es mir überlegt, Langschwert ist wohl vielleicht doch nicht so das Wahre für das Let's Play. Und auch nicht für den Stil, den mein Char, den ich fürs Let's Play auserkoren habe, hat. Ein Bastardschwert oder das Claymore, was ich gerade gefunden habe, passen eher zu diesem Charakter. Aber ich bin auch am überlegen, ob ich das Claymore nehmen soll oder ob ich das Bastardschwert mir kaufen soll für 3000 Seelen. Aber das sehen wir bis dahin. Gut, danke für die Waffenverbesserung und die Reparaturkiste. Wir machen noch einen Durchgang beim Untoten töten. Untote töten. Hüllen töten, so. Wir töten ja keine gesunden Untoten, wir schalten nur die Hüllen aus, die uns eher ans Leder wollen. Und was ich noch gar nicht angemerkt habe, das werdet ihr aber wahrscheinlich schon gemerkt haben, die Hüllen, die normalen und die Balder-Ritter, wir spawnen ständig, wenn wir am Leuchtfeuer rasten. Der Benarike-Ritter und der Channeler jedoch in der Kirche, genauso wie das Wildschwein, die spawnen nicht, weil das Mini-Bosse sind. So, du noch. Später werden wir noch anderen Benarike-Rittern begegnen, die dann aber respawnen, weil es keine Mini-Bosse mehr sind. Das wäre auch jetzt hier für den Anfang ein bisschen heftig, sich ständig durch den Benarike-Ritter durchschlagen zu müssen. Beziehungsweise es wäre fast schon unfair, weil der Benarike-Ritter hier auf jeden Fall jedes Mal einen kleinen Splitter droppen würde. Also müssten wir uns nicht zu sehr mit Splitter-Farming bekriegen. Rumschlagen, so. Ja, bekriegen tun wir die Hüllen hier, die uns keine Splitter geben wollen. Ein bisschen Menschlichkeit wäre auch noch nett.
Also je mehr Menschlichkeit wir haben, umso besser natürlich. Im Augenblick haben wir sogar schon 3, die wir einfach hier beim Farmen als Nebenprodukt gekriegt haben. Du hast auch wieder nichts für uns. Schade.